Safety-Car wird Ihnen präsentiert von Rolex. Ich habe Spanien schon immer geliebt. Diese Direktheit und Lebensfreude der Spanier. Deshalb wollte ich unbedingt Zarzuela singen. Die bulgarische Sopranistin Sonja Jontscheva widmet sich dem spanischen Erbe und singt zum ersten Mal Zarzuela, die spanische Operette, im Teatro de la Zarzuela in Madrid. Ich war schon immer fasziniert von Komödien, von den herzzerreißenden Liebesgeschichten und auch von der Sinnlichkeit, die diese Musik ausstrahlt. Madrid war einst das kulturelle Zentrum für Zarzuela. Dieses Theater, das der Mailänder Scala nachempfunden ist, wurde 1856 eröffnet. Die spanische Zarzuela ist ein lyrisches Genre. Oft als spanische Operette bezeichnet, vereint die Zarzuela Gesang, Tanz und Schauspiel. Die Zarzuela ist sehr alt. Sie geht ungefähr bis 1650 zurück. Später gab es eine sehr schaffensreiche Periode, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der man echte Meisterwerke findet. Darunter eine herrliche Zarzuela von Federico Moreno Toroba. Das ist mein Lieblingsstück. La Marcia Nera. Voy de suspiro y suspiro buscando su corazón. Das ist so sinnlich und gleichzeitig die zarteste und sanfteste Art, ein junges Mädchen zu beschreiben, das bis über beide Ohren verliebt ist. Ich liebe Länder, die authentisch sind und ihr Erbe verteidigen, so wie die Spanier. Ich war schon immer neugierig und offen für jegliche Art von Musik. Ich nehme es mir heraus, auch in andere musikalische Welten einzutauchen, und das liebe ich sehr. Das ist meine künstlerische Freiheit. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.